MINT und Vorlesen in Aktion. Heute Form. Die Welt besteht aus Form. Heute möchten wir Ihnen zwei Ideen mitgeben, wie Sie Ihre Vorlesezeit in der Kita oder Grundschule thematisch darauf ausrichten können. Wir haben Ihnen Medientitel mitgebracht, in denen Formen offensichtlich, aber auch am Rande eine Rolle spielen. Und los geht's! Wir basteln ein Tangramm. Dazu brauchen wir festes Tonpapier in Form eines Quadrates. Mit Lineal, Bleistift und Schere ist das eigene Tangramm schnell gebastelt. Ein Strich, der das Quadrat in zwei große Dreiecke aufteilt. Das eine Dreieck wird in der Mitte zu zwei kleinen Dreiecken geteilt. Jetzt wird es kniffelig. Von dem verbleibenden Dreieck wird die Mitte der Symmetrieachse markiert und dann parallel zur Basis ein Strich gezogen. Nun werden die letzten Striche gesetzt, ausschneiden und fertig ist das Tangramm. Schon beim Aufzeichnen bekommen die Kinder ein Gefühl für die eckigen Formen und ihr Größenverhältnis zueinander. Online finden Sie verschiedene Tangrammvorlagen zum Ausdrucken. Es macht viel Spaß herauszufinden, wie sich die Figuren aus den Formen zusammensetzen. So wird das Verständnis für die geometrischen Formen verstärkt. Lassen Sie die Kinder auch eigene Bilder erfinden und sie erklären, was man sieht und wie sie entstanden sind. Auch die Kleinen können über Geschichten kreativ an Formen herangeführt werden. Hier bringen sie am besten vorausgeschnittene Formen wie Kreise, Quadrate und Rechtecke in verschiedenen Größen mit, bunte Tonpapierblätter, Kleb- und Malstifte. Wir wählen die kleine Raupe Nimmersatt. Unsere Bastelaktion kann aber auch auf andere Geschichten übertragen werden. Wir kleben Bilder passend zur Geschichte. Aus welchen Formen können wir eine Raupe zusammensetzen? Die Raupe frisst sich durch einen runden Apfel und am Ende entsteht ein wunderschöner Schmetterling. Mehr Ideen für Ihre nächste MINT-Vorlese- und Experimentierstunde haben wir Ihnen mit Unterstützung der Deutsche Telekom Stiftung unter www.netzwerkvorlesen.de/mint zusammengestellt. Viel Spaß beim Ausprobieren!